letzten Sitzung des Bundesrates in diesem Jahr. 2019 war ja ein politisch sehr bewegtes Jahr, nicht nur bewegt, sondern auch sehr strittig in vielen Fragen, zum Beispiel beim Klimaschutzpaket zwischen Bundestag und Bundesrat, also zwischen der Bundes- und der Länderkammer bei uns. Deswegen musste es ein Vermittlungsverfahren geben. Da hat man sich ja jetzt auch geeinigt. Und die Verfassung bei uns bringt es mit sich, dass die finale Abstimmung zu diesem Vermittlungsergebnis dann hier im Bundesrat stattfindet. Dann wird dieses Paket in Abschnitten ab 2020, ab dem 1. Januar 2020, Gesetz. Es geht um unterschiedliche Fragen, einen höheren CO2-Preis, eine höhere Pendlerpauschale, ein Absenken der Stromkosten, ein Absenken der Mehrwertsteuer auf Bahntickets. Schon vor der Debatte hier im Bundesrat haben sich einige Länderchefs hier am Eingang im Bundesratsgebäude zu diesem Thema geäußert. Das Klimapaket der Bundesregierung wird heute auf den Weg gesetzt. Ich glaube auch, dass die Diskussionen im Vermittlungsausschuss dazu beigetragen haben, dass es besser geworden ist und dass erstens mehr Klimaschutz passieren wird, dass der CO2-Preis steigt. Ich glaube, das ist, was wir auch ernst nehmen sollten, was viele Wissenschaftler empfohlen haben, dass aber gleichzeitig auch eine Entlastung erfolgt und das Ganze eine starke soziale Komponente hat. Und was mir besonders wichtig ist, ist, dass die Bundesregierung angekündigt hat, einzusteigen mit Geld, das aus diesem Klimapaket eingenommen wird, in die Entlastung der Bürger beim Strompreis. Noch genauer gesagt, dass die Umlage für das EEG, Erneuerbare Energiengesetz, soll Stück für Stück durch den Bundeshaushalt übernommen werden. Das ist wichtig, weil damit Klimaschutz auf die Schultern verteilt wird, die Klimaschutz tragen können. Es kann nicht sein, dass alle Menschen über die Stromrechnung die gleiche Rechnung bezahlen für den Klimaschutz. Breite Schultern müssen mehr leisten als schwache. Zum Kohleausstiegsgesetz kann ich direkt gar nichts sagen, weil wir Länder in die Verhandlungen nicht einbezogen sind. Es laufen Verhandlungen zwischen den Betreibern und es laufen Verhandlungen zwischen der Bundesregierung. Alle Informationen, die wir in den Bundesländern, in den betroffenen Bundesländern bekommen, sind Informationen aus zweiter Hand. Und das ist, wenn Sie daraus entnehmen, dass ich das Ganze äußerst kritisch sehe, dann entnehmen Sie genau das Richtige. Das kann nicht sein, dass wir Landesregierungen indirekt informiert werden. Wir gehören damit an den Tisch. Punkt zwei, es ist ja nicht nur das Kohleausstiegsgesetz, das auf sich warten lässt, auch das Strukturstärkungsgesetz. Beides muss Hand in Hand gehen, das ist mir vollkommen klar. Aber wir müssen gerade mit dem Kohleausstieg auch zeigen, dass die Regionen eine Chance haben, dass es Perspektiven gibt und dass Modellregionen entstehen können, die Klimaschutz und das, was ich vorhin schon gesagt habe, den Aufbau von Arbeitsplätzen, Industriearbeitsplätzen zeigen können. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir den gleichen Weg gehen sollten als Bundesländer gemeinsam mit der Bundesregierung und den Gewerkschaften, der gegangen worden ist beim Steinkohleausstieg, damals bekanntermaßen 2007. Alle an einen Tisch, alle haben unterschrieben, alle haben sich auf bestimmte Dinge verständigt. Also wir freuen uns heute sehr, dass wir das Klimapaket im Bundesrat jetzt endgültig auch verabschieden können und dass der Vermittlungsausschuss ein sehr gutes Ergebnis erzielt hat. Ich denke, wir können jetzt sehr froh sein, weil Deutschland einerseits die Klimaziele einhalten wird, zum Zweiten wir das einzige Industrieland sind, was aus Kohle und Kernenergie aussteigen wird und zum Dritten wir uns jetzt vorgenommen haben in dem Paket, dass wir tatsächlich jedes Jahr die festgelegten Klimaziele dann auch erreichen und überprüfen werden. Und ich glaube, das ist ein guter Abschluss, kurz vor Weihnachten deutlich zu machen, dass Deutschland handlungsfähig ist. Und es ist, denke ich, auch ein Ausweis demokratischen Verhandels, dass wir gemeinsam im Bundesrat zu einem guten Kompromiss gekommen sind. Wir machen das Klimapaket besser. Wir werden mehr Klimaschutz machen, aber vor allem auch einen höheren sozialen Ausgleich mit der Pendlerpauschale und vor allem der Mobilitätsprämie für Geringverdiener sorgen wir dafür, dass diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen, die fleißig sind, entlastet werden. Und ganz neu beim Kompromiss ist, dass wir alle Bürgerinnen und Bürger durch die Absenkung der EEG-Umlage entlasten werden. Die SPD hat die Maut noch nie wirklich unterstützt
Und jetzt zeigt sich, dass das alles ein ziemliches Desaster ist. Ich sage ganz klar, wir sollten unsere Zeit, unsere Kraft und vor allem das Geld investieren in mehr öffentlichen Nahverkehr für die Menschen. Das ist wichtig auch für die Verkehrswende. Da gibt es noch eine ganze Menge zu tun für den Verkehrsminister. Und da erwarten wir auch aus den Ländern, gerade aus den Flächenländern, dass mehr passiert. Denn wenn die Leute keinen Bus, keine Bahn vor der Tür haben, dann werden sie weiter auf das Auto angewiesen sein. Und man sollte nicht immer nur von der Hauptstadt aus denken, sondern vielleicht stärker auch von den kleinen Städten und Dörfern in der Fläche. Alain Falz hat ja auch damals nicht für die Maut gestimmt, sondern gegen die Maut gestimmt. Und für uns ist es wichtig, was Manuela Schwesig eben auch gesagt hat, wir haben Oberzentren, die Städte sind mit Studierenden, da fährt kein IC. Und deshalb wäre es erforderlich, dass wir wirklich unsere Kraft jetzt darauf setzen, dass die Bahn wirklich auch die Gebiete erreicht, wo viele Menschen leben und wo zurzeit es wirklich mau aussieht mit der Bahn. Während wir in Madrid kaum einen Durchbruch erzielt haben bei einer Klimakonferenz, schafft Deutschland Fakten für einen besseren Klimaschutz. Und zwar so, dass es in einer ganz großen demokratischen Willensbildung stattgefunden hat. Das ist das Wichtigste dabei. Es gibt keine Klimablockade, sondern es gibt eine Klimaentscheidung für unser Land. Und was ich besonders wichtig finde, wir haben klare Signale gesetzt, was den CO2-Preis betrifft, aber eben auch eine Entlastung mit Senkung des Strompreises und was ganz wichtig ist, es gibt sogar noch mal eine Schippe drauf beim Thema der Pendlerpauschale, sodass sich Pendler keine Sorgen machen müssen. Ja, der CO2-Preis steigt, aber es wird alles eins zu eins zurückgegeben, was an Steigerungen ist. Deswegen glaube ich, ist das ein sehr gutes Signal für das Thema Klima.